Hallo, willkommen zu einem neuen Video der Firma Grotech GmbH. Heute geht es um das ABC-System und die Dosierung. Beim letzten Video haben wir schon über die Geschichte vom Coral ABC-System gesprochen. Heute wollte ich noch mal genauer in die Dosierung eingehen. Das ist letztes Mal, glaube ich, zu kurz gekommen. Also die Grunddosierung oder die angegebene Dosierung sind 10 Milliliter pro 100 Liter pro Woche. Aber natürlich ist das die Maximaldosierung. Also man sollte auf jeden Fall mit einer geringeren, deutlich geringeren Menge anfangen, so ungefähr 30-40%, und sollte die Sache dann langsam steigern. Man sieht es eigentlich ganz gut. Also wenn man Überdosierung hat von Spurenelementen, dann werden die Korallen einfach dunkel und ja, braun. Man muss natürlich auch gucken, was für Korallen man im Aquarium pflegt. Eine LPS braucht weniger Spurenelemente wie eine SPS, weil die SPS eben viel schneller wächst wie eine LPS. Oder Lederkorallen und Weichkorallen brauchen eben auch weniger Spurenelemente. Das sollte man eben darauf achten. Zur Dosierhäufigkeit sollte man sagen, dass also eine Dosierung einmal in der Woche auf jeden Fall nicht zu empfehlen ist. Man sollte eigentlich täglich dosieren, am besten mehrmals täglich. In kleinen Dosen. Man kann das vergleichen, ich sage es immer, man isst dann auch nicht bloß einmal in der Woche einen großen Laib Brot und dann der Rest von der Woche nichts mehr, sondern man isst dreimal am Tag oder viermal oder fünfmal oder wie oft auch immer. Auf jeden Fall nicht bloß einmal in der Woche. Und aus dem Grund haben wir ja auch ganz am Anfang auch schon unsere Dosierpumpen daraufhin entwickelt, wo eben dann das Dosieren euch abnehmen. Das müsst ihr dann nicht selber machen, sondern das macht dann die Dosierpumpe. Zum Beispiel jetzt unser Tech 4, der hat jetzt 4 Kanäle, der dosiert bis zu 24 Mal am Tag. Dann habt ihr dann immer schöne kleine Dosiermengen und die Spurenelementekonzentration ist dann relativ konstant, also optimal eigentlich für die Korallen. Weil das mögen die Korallen nämlich nicht, einmal viel, einmal wenig, da wissen sie ja auch gar nicht, was sie machen sollen so richtig. Wachse jetzt oder höre auf, weil nichts mehr da ist, ist immer schwierig. Oft kommt auch die Frage, wenn ich jetzt Balink benutze, wie soll ich das jetzt oder wie kann ich das vereinfacht dosieren? Also wir empfehlen jetzt zum Beispiel das Coral A ins Calcium, das Coral B ins Magnesium und das C würde ich auf jeden Fall einzeln dosieren. Die Chemikalien für Balink, die haben wir auch schon lange im Angebot. Da wird es aber auch demnächst ein Update geben. Da seht ihr dann in naher Zukunft auch ein Video drüber. Dann. Wenn man ein größeres Aquarium hat, hat man auch eine größere Bedarfsmenge an Spurenelementen und da gibt es jetzt auch das neue ABC-System in 5 Liter Kanister, ab sofort verfügbar. Das war es eigentlich schon, was ich heute euch sagen wollte. Kurz und knackig, wie immer, ja, vielleicht nicht wie immer, aber heute schon. Viel Spaß beim nächsten Video, kommt demnächst wieder und folgt uns auf Instagram, Facebook und YouTube. Also tschüss!